Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal. Ich bin Jula, ich bin 15 Jahre alt und ich befinde mich aktuell gerade in Florida in einem Internat und mache hier meinen Schüleraustausch mit der Organisation Kulturwecke Deutschland. Und in diesem Video erzähle ich euch ein bisschen über meine Schule, zeige euch den ganzen Schulhof mit den Klassenräumen, der Sporthalle und alles, was dazu gehört und beantworte euch ein paar Fragen über meine Schule und über meinen Auslandsaufenthalt. Ja, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Video und genau. Das hier ist unsere Eingangshalle, die Hall of Flex. Und von hier aus kann man in alle verschiedenen Richtungen gehen und verschiedene Orte des Campus angucken. Wir gehen jetzt erstmal in diese Richtung. Hier geht es zum normalen Ausgang, wo man mit dem Auto vorfahren kann und der Eingang des Campus ist. Wenn man in diese Richtung geht, befindet sich hier die Middle School Area. Und wenn man in diese Richtung guckt, ist dort hinten das große Eingangstor, wo man mit dem Auto reinkommen kann. Dort lang befinden sich die Highschool-Schulräume und Arbeitszimmer. Hier ist unser Gebäude mit ganz vielen Zimmern, wo man als Boarder drin schläft. Hier ist noch ein Parkplatz. Jetzt nach rechts guckt, befindet sich unsere Tennisanlage mit unseren zwei Tennisplätzen. Hier sind noch Kunsträume und die Spanischräume und AFJROTC. Das ist von der Air Force unser Lernprogramm, wo es hier auch die Räume davon gibt. Hier auf der linken Seite befindet sich unser Wäschehaus, wo jeden Tag unsere Wäsche gewaschen wird. Man kann es jeden Tag abgeben und man kriegt es immer am Tag danach gewaschen zurück. Und das finde ich auch sehr cool, dass man hier seine Wäsche nicht selber waschen muss, sondern das auch vom Personal gemacht wird. Wenn wir hier lang gehen, befindet sich hier auf der rechten Seite der Eingang zu unserer Sporthalle mit unserem Gewichteraum und unserem Gym. Und direkt vor uns eine kleine Bühne, wo wir an Schulfesten oder internationalen Festen immer Aufführungen haben. Hier gibt es noch eine kleine Area, wo man sich einfach hinsetzen kann. So, wenn man jetzt hier lang guckt, befindet sich unser großes Feld. Auf diesem Feld machen wir Track and Field, verschiedene Sportarten. Da hinten kann man Baseball spielen. Wenn man sich hier rumdreht, sieht man einen Eingang. Der führt wieder in die Eingangshalle. Hier ist noch eine Wand mit unseren Seniors und hier durch die Tür geht es raus zu unserem Highschool-Bereich. Hier auf der rechten Seite sind die Labore für Biologie oder Chemie. Und hier sind weitere Klassenräume. Hier hat jeder Lehrer seinen eigenen Raum, wo man einfach immer zum Lehrer geht, je nachdem welches Fach man hat.
Wir sind jetzt wieder hier angelangt und von hier aus zeige ich jetzt euch noch einmal die Sporthalle. Ich habe mich für diese Schule entschieden, da die Schule für mich einfach sehr gute Sachen anbietet. Es gibt hier viel Sport, den man machen kann, zum Beispiel wie Track and Field, Tennis, Basketball, Baseball. Sport wird hier auf jeden Fall sehr groß geschrieben. Ich bin auch im Tennisteam und das macht mir auf jeden Fall mega Spaß. Also für alle, die sportfreundlich sind oder generell gerne Sport machen, lohnt es sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Ich habe mich auch für diese Schule entschieden, weil die Schule relativ wenige Schüler hat und dadurch gibt mir es einfach das Gefühl, dass ich alle Leute ein bisschen besser kennenlernen kann und man auch viel enger mit allen wird, auch mit den Lehrern und das ganze Personal einen auch besser kennt. Die Schule hat insgesamt, glaube ich, um die 200 Schüler. Es gibt auch eine Schuluniform, die ist aber eher ein bisschen wie ein Dresscode. Wir haben hier so Polohemden mit dem Schullogo drauf und du kannst aber auch ganz normale andere Polohemden tragen. Die sehen dann so aus, einfach was dir gefällt, in allen Farben, was auch immer du willst. Und dazu als Hosen einfach immer irgendwelche schlichten Hosen in schwarz, dunkelblau oder beige. Keine Jeans, aber dafür kann man jeden Freitag, glaube ich, Jeans anziehen, also geht das auch total. Für den Sport gibt es auch immer ganz verschiedene Uniformen. Zum Beispiel für mein Tennisteam haben wir unser Tennis-Mannschaftstrikot. Und das gibt auch einem noch ein viel besseres Teamfeeling. Hier wird nicht besonders doll auf strenge Noten geachtet. Also natürlich wollen alle, dass du halt eine gute Ausbildung kriegst, dass du zu tollen Colleges angenommen wirst, gerade wenn du in deinem Abschlussjahr bist. Die Kurse sind aber alle relativ einfach. Du kannst verschiedene Stufen wählen und alles, das ganze Schulsystem funktioniert online, das heißt Alma. Dort wird jeden Tag deine Note abgegradet. Da wird jeden Tag eine Note für deine Stunde, die du in dem Fach hattest, eingezeigt. Also werden deine Noten halt auch schnell sehr viel besser. Wenn du gerade nicht so eine gute Note hast, kannst du das nach 2, 3 Tagen wieder gut ausgleichen, wenn du gut im Unterricht mitgemacht hast. Auch wenn du mal nicht so eine gute Note bekommen hast und du etwas nicht verstehst, kannst du immer nach der Schule nochmal zurück zum Lehrer in den Klassenraum gehen und ihn ganz viele Sachen fragen. Und auch mit deinen Hausaufgaben würden die dir helfen, wenn du eine Frage dazu hast. Also die Lehrer sind alle mega nett, sehr hilfsbereit und wollen auf jeden Fall, dass du einfach nur eine gute Ausbildung kriegst. Wir arbeiten in der Schule hauptsächlich mit iPads oder Laptops und aber auch mit Papier und Stift. Und der Unterricht macht auf jeden Fall mega Spaß, weil jeder die Arbeitsmöglichkeiten hat, mit denen er am liebsten arbeitet. Du hast jeden Tag 7 Stunden und du hast jeden Tag die gleichen Unterrichtsstunden. Du kannst deine Fächer auch selbst wählen, wenn du hier hinkommst. Es gibt halt Fächer, die du belegen musst, aber du kannst auch andere Fächer noch dazu wählen. In meiner ersten Stunde habe ich Strength and Conditioning. Das ist ein Gym-Class. Das macht auf jeden Fall sehr Spaß. Wir haben in der Schule auch ein richtiges Gym mit einem Gewichtsraum und dort können wir auch Workouts machen und viel trainieren. Genau, in meiner zweiten Stunde habe ich dann Englisch. Dort lesen wir auf jeden Fall gerade ganz viel Gedichte, macht aber auf jeden Fall sehr Spaß. Die Lehrerin ist auch sehr nett. Und genau, in der dritten Stunde habe ich Tennis als Schulfach auch gewählt. Dann zu meiner vierten Stunde haben wir alle Advisory. Das hast du immer mit deinem Jahrgang zusammen, wo man halt eine Stunde Zeit hat, wo man zu anderen Lehrern in die Räume kann, um Sachen nachzufragen über die Hausaufgaben. Man kann auch in Advisory einfach an Schulsachen, Schulprojekten arbeiten, Hausaufgaben erledigen für die nächsten Fächer. Das ist einfach eine Lernstunde. Das finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, weil du hast dann immer Zeit, auch wenn du in der nächsten Stunde einen Test schreibst, kannst du in Advisory immer davor lernen. Dann nach Advisory haben wir Lunch. Das ist von 12.10 Uhr bis 12.45 Uhr. Und danach habe ich
für meine 5. Stunde Biologie. Und dort lernen wir gerade ganz viel was über DNA und die Lehrer sind auch alle wirklich sehr, sehr nett. Du kannst statt Biologie natürlich auch Fächer wie Chemie, Physik, Marine Science. Du kannst hier eigentlich alles machen, was du willst. Ich finde das Marine Science Programm auch sehr cool. Dort macht man auch Klassenausflüge an den Strand und untersucht im Meer selber auch die einzelnen Tierarten. Und das ist auch ein richtig tolles Schulfach auf jeden Fall. Dann zur 6. Stunde habe ich Kunst. Kunst ist auf jeden Fall auch sehr groß geschrieben hier. Wir haben wirklich tolle Kunstlehrer, einen tollen Kunstraum, machen ganz viele verschiedene Projekte in alle Richtungen. Und in meiner letzten Stunde habe ich Mathe. Und ich muss sagen, hier Mathe in Amerika ist viel einfacher als in Deutschland, weil du wirst in die Kurse eingeteilt, wo gerade dein aktuelles Level ist. Generell in der Schule, im Schulsystem ist es so, dass du deine Kurse nicht immer mit den Leuten nur aus deinem Jahrgang zusammen hast, sondern mit verschiedenen Leuten aus den verschiedenen Jahrgängen. Da du bestimmte Kurse wählst und nicht alle aus einem Jahrgang immer auf dem gleichen Level sind. Du musst hier auch kein super gutes Englisch sprechen, da dass du hier alles beigebracht kriegst und die dich auch super gut verstehen, auch wenn du nicht so viel Englisch sprichst und die dir einfach nur helfen wollen und nicht böse mit dir sind oder du dadurch irgendwie Schwierigkeiten bekommst. Du kannst auch hier Kurse belegen, wenn du noch nicht so viel Englisch kannst, um erstmal besseres Englisch zu lernen, bevor du in eine normale Englischklasse kommst. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet eine Inspiration für euer eigenes Auslandsjahr kriegen. Meine Zeit hier ist jetzt schon fast vorbei. Und ich habe unfassbar viel gelernt. Ich habe wirklich tolle Freunde fürs Leben gefunden. Und ich wünsche euch genau das Gleiche. Deswegen meldet euch jetzt an bei Kulturwerke Deutschland für euer eigenes Auslandsjahr. Und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Genauso wie auf Instagram oder TikTok. Tschüss! Mehr Infos zu dieser und vielen weiteren tollen Schulen findest du auf der Homepage von Kulturwerke Deutschland, deinem Partner für erstklassige Auslandsaufenthalte.